Es ist die Meldung des Tages auf der Homepage vom Wissenschaftsmagazin Science. Die brisanten Ergebnisse, über deren Veröffentlichung monatelang gestritten wurde, aber der Reihe nach. September vergangenen Jahres. Hinter diesen Mauern gelingt es niederländischen Virologen des Medical Center Rotterdam, ein hoch ansteckendes Vogelgrippevirus zu züchten. Parallel dazu gelingt dies auch US-amerikanischen Forschern. Beiden Forschergruppen reichten nur wenige Schritte, um aus Virus H5N1 ein unter Umständen auch für Menschen höchst gefährliches Virus zu machen. Nach mehreren Mutationen im Labor wurde das Virus in Frettchen injiziert. Deren Immunsystem ist dem des Menschen ähnlich. Durch weitere Vererbung produzierten die Frettchen schon nach wenigen Generationen das sich rasant verbreitende Supervirus. Die Vermutung der Forscher, wenn es so leicht von Tier zu Tier übertragen wird, könnte es auch leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden. Bisher ist das noch nicht geschehen. Das Vogelgrippevirus wird nur von Vögeln übertragen. Seit dem Ausbruch 1997 haben sich aber weltweit etwa 600 Menschen infiziert. Rund 400 starben. Die Nachricht vom neuen Killervirus macht schnell die Runde. Auch in Deutschland ist vom Todesvirus die Rede. Die US-Regierung schreitet ein. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Forschungsergebnisse in die falschen Hände geraten könnten, bis hin zu Leuten, die eine Gesellschaft mit Bioterror angreifen wollen. Die amerikanischen Forscher dürfen ihr Rezept für das Supervirus nicht veröffentlichen. Auch die niederländischen Forscher publizieren nicht. Unverständnis bei deutschen Virologen wie Hans-Dieter Klenk von der Uni Marburg. Ich halte es für außerordentlich bedenklich, wenn man nur bekannt gibt, dass etwas möglicherweise Gefährliches gemacht wurde, dass man aber die Details nicht kennt. Doch die US-Regierung bleibt hart. Vor wenigen Monaten rudern die niederländischen Forscher zurück. Das gezüchtete Virus sei weniger aggressiv als beschrieben, die Ergebnisse aufgebauscht worden. Keins der Frettchen sei bei der Übertragung über die Luft gestorben. Schließlich lenkt die US-Gesundheitsbehörde ein. Die Studien lieferten wichtige Hinweise darauf, welche Ansteckungsformen die Vogelgrippe annehmen könnte. Seit heute kann jeder nachlesen, wie die Forscher das Vogelgrippevirus gezüchtet haben. Ein Freifahrtschein für Terroristen? Die Chance, dass das für bioterroristische Zwecke missbraucht wird, die halte ich für außerordentlich gering, weil diese Viren eben so wie sie jetzt im Augenblick vorhanden sind, eine relativ geringe krankmachende Eigenschaft haben. Die Forscher müssen jetzt genau beobachten, ob solche gefährlichen Mutationen des Vogelgrippevirus auch in der Natur auftreten. Um dann reagieren zu können, müssen sie die Ergebnisse solcher Studien aber genau kennen.